So, weiter geht's mit Genshin und ich habe jetzt gerade nochmal die letzte Aufnahme reingehört und jetzt gerade spontan nochmal getestet. Es lag einfach nur daran, dass es halt Port Ormos bei Nacht war, weswegen der Sound so extrem leise ist. In der Aufnahme kann man es noch ganz gut hören, finde ich. War hier nicht gerade noch? Doch, hier. Answer Time, Witness Arani's Story in Sumeru, Witness the Tale of Javi and the Dream. Wie ist auch die Tagmusik jetzt hier im Dorf? Ist recht, recht neu, ja, recht laut. Aber es ist nicht die normale Port Ormos Musik. Das stört mich. Gut, ja, ich habe ein Problem. Ich brauche World Quests. Aber irgendwie, ja, die habe ich noch. Und die andere Quest, aber ich brauche noch zwei. Wenn ich jetzt auch irgendwo eine andere kleine finde, dann bin ich glücklich. Hoffe ich zumindest. So, ploppt hier irgendwo was auf? Irgendwo auf der Karte? Nö, sieht nicht so aus. Mir möchte hier keiner auch nur ansatzweise eine Quest geben. Gut, dann gehe ich jetzt mal die Eremiten-Quest hier machen. Starry Night Chapter 1. Auch wenn das wahrscheinlich nicht allzu gut ausgehen wird jetzt. Und what the fuck? Moment, ich muss kurz das USB-Kabel anders legen. So. Der Controller war ja vorhin leer. So. Da unten. Oh, wow. Okay. Tut mir leid, aber ich will den Fleisch. Ja, die Musik ist laut genug. So, hi. Ihr Scharlatane. Ha, friends. How nice to see someone alive in this dump. Hi, komm, Melonia. Auf der Farrokh Zadan. Okay, den Namen habe ich vorhin noch gelesen. In dem Camp. Oh, okay, das ist eine längere Quest wahrscheinlich. Aus der Farrokh Zadan. Even though technically I'm a Farrokh-Produkt. Was? Farrokh? Farrokh-Duk? Farrokh-Dukt. Wie soll man das aussprechen? These are my boys. Minum. Siri. Okay. Minon. Wie Plusl und Minon? Nee, Erden-M. Minum. So, gut. Der musste ich hart cutten. Wo war ich gerade? Habe ich schon das. Ja, habe ich wahrscheinlich noch nicht. Ich habe mich gerade nicht erinnert, was in der Aufnahme stand. Stand vor allem, was ich zuletzt gesagt habe. Egal, very good, very upbeat. As you can see, me and the boys welcome you here. Please help yourself to a hot meal. Right, Minum, Siri? Miss Lunia, they don't look very enthusiastic. Show some enthusiasm, boys. Welcome, strangers. My apologies, they are from the desert and haven't gotten used to the rainforest. It's humid and stuffy. You can wring water out of your shirt. Pants and bandana. It's such a mess after every fight. You probably know we have 3,000 terms to classify sand and tens of thousands of ways to deal with it. But moisture and plants, I'm out. They make me uncomfortable the whole time and I feel like I'll never be able to deal with them. That's enough of my nagging. Job comes first. And too much complaining hurts morale. Moral. Moral? After all, life is life. But business is still business, right? Amnesia Pharma thinks we just went into a bunch of weirdos. They are weird. Excuse me, but I didn't get your names. Where did you come from and what are you doing here? Just call me Onisha. Also known as Traveler. Paimon's name is Paimon. We are here to. We're adventurers just passing by. Is that so? What could be in this rainforest that is worth risking your lives for? It depends on what we will find out. Your adventurers are such interesting people. May the gale and sand never blind you, and may you find what you seek. We don't mean to interrupt, boss, but it's time we get going. Alright, we've got to run, my friends. Sorry, we can't extend our hospitality. Once you depart, you're on your own. Without the desert folk watching your back, you'd better keep an eye out for wild beasts. The savage jungle is just savage, as jungle is just like desert. In the desert, when you leave your tribe, you're on your own. You will be an easy prey for the hungry beasts. Is that a threat? A threat?
Why would I threaten my friends? Just a kind reminder. Who do you think I am? Career eating. Come, Minomansi, let's go. Wait. Pot. Just leave it here for all new friends. Let's go. Okay. These guys are weird. So eager to get chummy. We'd better be careful. Yes, yes, you should be careful. Well, since you both say so. Wait, what? Huh? Huh? Hey, you startled me. That's Paimon's line. Speaking of which, little one, who are you? Aranakin isn't a little one. Aranakin is Aranakin. You can't listen to those sand grains. They're liars with bad minds who are here for the Aranara. Bad minds? Bad minds, bad minds. But Pond didn't get that at all. White Floaty is silly, so White Floaty didn't get it. What? Hey! He's talking about those people from just now. Nara, Nisha, Smart. That's what Aranakin means. Know our names? Aranakin, Smart. When you talk to them, I listened. I hear that Nara's name is Anisha and that your name is Paimon. But Floaty Paimon is silly and doesn't understand Aranakin. Floaty Paimon is like that, it's true. Hey, Paimon's not silly. First you need to find a Zora Mushroom. Zora Mushroom is a little shiny spots, just like my songs. But to find Zora Mushrooms, you need Kusaba. That's fine, you guys are great. Aranakin can entrust Kusaba to you. Comes again. Things Paimon can't understand. Kusaban? What is that? Petty fruit, bitter fruit. Temporary home of Aranara memories. Kusaba makes Aranara strong. Mavtiyema is feeling sick. Marana is getting bigger. We must go quickly, quickly. Wait a second, we don't even know where we are going. Zora Mushroom, we need Zora Mushroom. Prepare Arahoma. What? Arahaoma. Need Arahaoma to help Mavtiyema be lively again. I know where Zora Mushroom is. I take you there. Alright, hey, wait for us. Kusaba. Ihh, ist hier schon wieder irgendein neues Item. Ach, kann ich damit Ranken wegmachen? Wahrscheinlich. Gut, ich mache aber hier noch einen zweiten Hardcut, weil ich will mal kurz mit den Mikro-Settings ein bisschen rumspielen. Ich will ein bisschen was testen. Moment. So. Ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde rumprobiert mit RTX Voice nochmal, aber der läuft einfach nicht über eine GTX-Karte. Oder zumindest nicht über meinen in die Jahre gekommenen Rechner. Moment, ich muss den RTX Voice auch schließen im Hintergrund. So. Also RTX Voice kam 4 Jahre später raus, nachdem meine Hardware da war. Dass das nicht funktionieren kann und nicht gut funktionieren kann, das ist mir bewusst. Wobei Crisp aber relativ gut funktioniert, was mich halt wieder wundert. So, aber egal. Use the Kusaba to open up the path. Ich brauche echt noch einen Rechner langsam. Oh Mann. Wenn jetzt nicht in 9 Tagen, will ich mal schleunigst die 4080 oder 4090 raus, dann kriege ich eine Krise. So, Kusaba, Gadget, equipped to utilize the power of Aranara. Fatty Fruit, Bitter Fruit, a temporary home for Aranara memories. Kusaba makes Aranara strong. Okay. Und dann mache ich jetzt die Dinge heile. Kusaba und Aranakin. Exploration Knowledge. When you travel with Aranakin, you can use the Kusaba to call up on his power and repair certain broken elemental monuments. Okay, cool. This is it. Quick, let's put it together. Ja, so. The Bitterfruit of Dreams. Aha. Okay. Ah. Enter the Cave, Starry Night Chapter. Klingt aber schon echt nach einer längeren Quest, vor allem weil es hier eine Aranara-Quest ist. Fuck this. Okay. Aber abgesehen davon, trotzdem interessant. Joa. Gut, aber ich komme nicht in diese Höhle hier rein. Ich will hier nicht rein, ich will hier nicht rein, die ist zu groß. So. Okay. Das ist Wasser, oder? Das muss Wasser sein. Ah, wait a second.
Wait a second. Moment. Aranarabu. Achso, ist jetzt hier was Neues? Agnihotra Sutra. Der Group of Memories is led by a woman named Lunja on Gunder Hill. Das ist echt eine Aranara-Quest. Oh man. They called themselves the Farrokh Zadan. Something felt off about them. It's best not to let my guard down. Later I met Aranarken and agreed to help look for the Zora Mushroom. Aha. Ah, okay, das ist echt eine Riesenquest wieder. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, glaube ich. Aber eigentlich wollte ich. Moment. So. Ich wollte eigentlich in dem Buch was anderes nachgucken. Das habe ich jetzt gerade quasi schon gesehen. Okay, bei dem Baumstumpf. Bei dem Haus unten drunter. Es wird da sein. Gut, und ich muss nochmal cutten. Moment, kleinen Moment. Ach, so, gut. What? Welcher Russe jetzt schon wieder? Nope. Keine Randoms. Strikte No Randoms Politik. New Skusaba first time, bla bla. Was? Ja gut, cool. Over here, Naronisha, Floaty Paimon. There's water everywhere. That Zora mushroom you mentioned, is it really here? Here, underwater. Rocks and vines protect and cover him, so he's safe in water. Rocks blessed by Nara Varuna broke apart. Rocks blessed by Nara Varuna broke apart by themselves after many, many moonsets. Broken rocks sealed off the path to Zora mushroom and protected him. Okay. Aranaken can repair the rocks and make the water leave, so you can find Zora mushroom. Use the Kusaba to summon Aranaken's power. Aranaken trust you will treat the Kusaba well. Of course, we will cherish anything you entrust us with. Kusaba, Kusaba. Kusikwan. Kosehan. Oh, this was terrible. Aranaken sings happy songs because there's hope for Matihima, because Nara is willing to help. Für wen auch immer. Gut. Let me guess. Das heißt, die komischen Ruinen da oben, wo ich vorher nicht weiterkam, da komme ich auch mit einer Aranara-Quest dann erst rein. Also wirklich rein. Okay, ich sehe es kommen. Ein Scheiß Ernst. Wow. Okay. So. Wieso ist eigentlich immer jede Höhle unter Wasser? Immer diese Wasserfetischisten in Höhlen. Moment. Ah. Some rocks. Wow. Da sind noch ein paar Rocks, okay. So. Wohin geht jetzt die Reise? Ich will aber eigentlich viel lieber da hinten hin. Na gut. I, okay, das waren zwei. Ach, will er sich hier reinsetzen? Nein, will er nicht, aber er will auch nicht weiter. Ach so. Das war ein Schalter fürs Wasser. What level has lowered? Look, there's another broken stone over there. Use the Kusaba to piece it together. Wo auch immer. Boah. Moment, von da vorne komme ich doch viel weiter. Wenn ich von hier direkt springe. Von hier komme ich doch direkt da sogar rein. Nix klettern. Zack. Und Bird Eggs. Ja. Kannst auch, danke. So. Aber ich find's geil, wie sie hier die Höhlen eingebaut haben. Dass die Höhlen halt so hell sind. Ja gut, okay. Lichteinfall von da.
Was auch wieder null Sinn ergibt, dass man da Licht einfällt, weil ich weiß ganz genau, dass da drüber normale begehbare Fläche ist, wo kein Licht durchkommen kann. Das ergibt wenig Sinn. Ich weiß, es soll irgendwie Sinn ergeben, aber dann müsste man auch wirklich da Dingens machen. Eine Lücke nach oben. Machen wir uns aber nicht. Naja, so geht's hier hin. Ich glaube, ich nehme nur jede zweite am besten mit. Aha. Jetzt heißt es, die komischen Riesensteine. Kann ich die Riesensteine mit was anderem wieder kaputt machen dann da oben? Bei der nee. Chakram Cave, wie auch immer. Irgendwie muss es ja gehen dann. Ah. Anzug plus die Links. Was? Aha. Ja, let's talk about where the Zora Mushroom ist. Ja. Wie schön, dass ich die Hülle da nicht mal gesehen habe beim ersten Mal anscheinend. So, Dudes. Dudins. Okay, komm, machen wir erstmal so. Ja, nein. Und tschüss. Gut. Wo willst du mich hinführen? Nur das Interesse? Achso, einfach nur rüber. Okay. Ein und Kehr, hier oben will ich jetzt gar nicht sein. Ich will wieder in die Höhle. Schön zurück zur Qu Na. Das ist ein bisschen blöd. So. Sollte die Quest auch auswählen. Aber gut, zumindest gibt es Wege rein und raus in die Höhlen. So. Gibt es hier noch irgendwas Cooles sonst? Da unten ist ein Springpilz. Da sind Springpilze. Hier sind überall Springpilze. Okay. Und da ist doch bestimmt wieder irgendwas drin. Last one. Und das kann er nicht alleine? Aus irgendwelchen Gründen? Welchen Grund hat er dafür, dass er das nicht alleine, von alleine kann? Oder und es ist ja einer blockiert. Ist versiegelt. Nicht blockiert. You give, you receive. Okay. Und irgendwo unter mir wusste ich doch, dass da hinten wieder so ein Steinhaufen drin ist. Komme ich da irgendwie schneller hin? Einfacher hin? Nö. Das ist schon mit einer der besten Wege. So, und hier hoch. Und zack. Gut. Wo war jetzt nochmal da hier bei dem Ding das Ding? Irgendwo unten drunter, oder? Genau unten drunter bei den Pilzen. Gut. So, für was bist du? Oni, erst umgucken, dann machen. Oh Mann. So. Irgendwo hier. Gut, dann hat er das Quest. Ist das ein Zora Mushroom? Looks so mundane. Das ist. It's just an ordinary mushroom. Very cunning, very clever. So we wasted all that effort. But where's the Zora Mushroom? Zora Mushroom is not ordinary mushroom. Thus more cunning and clever. He's probably escaped by now. Mushrooms can run away too? Of course, they don't have roots, but can absorb nutrients and rocks. They don't have legs, but can run. For they are mushrooms, not plants. But don't fret. Naronisha, let me ask this fellow. Speak in whispers,
It says the rumor mushroom went to cave that has Arana, which has dissolved in the water. It's very dangerous. But why would the Zora Mushroom go there? Because Marana moves too fast and must be stopped. Zora Mushroom can stop Marana, but won't hold up for long. Then we better get going and save the mushroom? Yes, we must hurry. Okay, this is merkwürdig. Irgendwie cute und merkwürdig zugleich, diese ganzen Stories. Okay. Irgendwo muss ich hier aber dingen. Irgendwo hier ist was. Ich weiß es. Gehe ich auf dem Bild auch ganz genau hoch. Ah, hier. So. Was zum Teufel war das? Klang gerade, als ob sich irgendwer verbrannt hätte. Okay. Joa. Pech gehabt, I guess. Ich hasse solche kleinen Hürden. So. Ach ne, brauche ich da vorne ja auch gleich schon wieder Pyro, wenn ich den wieder freilegen muss. Ach, ist das nervig. Vor allem die Dinger da hinten sind nervig. Okay. Zack. Du bist ein Hydro-Typ hier davon, oder? Ja, ist er tot? Er ist tot. Machen wir so. Prinzipiell hat es für die Kleinen gereicht zum Umbringen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dass es für die Kleinen reicht. Ich meine, so wenig Damage ist es jetzt auch nicht. Vor allem, ja klar, es ist wenig Damage in gewisser Weise. Aber für die Iframes und für 40 Burst-Kost. Also für 40 Energiekosten. Ist das schon gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon ein Problem mit meiner Ausdauer. Na klasse. Jetzt sind ein paar, die hier befangen sind. Moment. So. Yanfei. So. Was sind so viele kleine? Geht. Und ich will ein Dreieck. Stabilize. Oh, schön, dass ich in der Zeit angreifen kann. Grün Cruiser? Wer ist denn der Cruiser von euch? Ist das Ding neu? Oh mein Gott, der ist ja neu. Was zum Fick bist du denn? Achso, die heißen einfach Cruiser. Achso, oh. Das ist doch nicht neu. Ich hab nur nicht drauf gerade, wie die heißen. Er ist ein Cruiser. Okay. Also sich. Ja, was soll ich hier gegen cruisen? Ah. Nebenbei. Oh, mir fällt gerade ein. Habe ich für sie eigentlich jetzt genug Bücher rein zufällig, dass ich noch den Skill auf. Nee, eigentlich nicht. Ah. War ein Versuch wert. Habe ich voll. Ja, ich habe voll. Party Setup. So, wieder Kicking. Let's go. Time is against us. Wieso haben die eigentlich mal alle unsymmetrische Socken oder Hosen an? Das geht mir voll auf den Sack. Immer einen langen Strumpf und einen kurzen mit einem Armreif. Beinreif. Schenkelreif. Whatever. Ich meine, es sieht gut aus, aber warum ist das nicht symmetrisch? Es ist eine Hose. Die gehört symmetrisch. Aber okay.
Ja, in 3.1 ist halt Zaino angesagt jetzt für mich und in 3.2 anscheinend Kusanali. In 3.3 kommt dann wohl Scaramouche und in 3.4 gar kein neuer. 3.5 keine Ahnung. Wahrscheinlich die ja und ab 3.6 können dann irgendwann Alhifen kommen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Fahrplan halten soll. Prinzipiell nicht verkehrt, pro Patch halt nur ein neuer 5-Star. Ist schon mal gut. Aber dann doch bitte, aber, na, wie heißt das? In jedem Patch und nicht irgendwie jedem zweiten dann auch noch. Ah. Mein Weg nach oben. Oder hier. Hier komme ich da auch hoch. Gut. Will ich aber jetzt gar nicht. Hi. Zack. Ja, es geht eigentlich, dass sie wieder auffüllt. Stabilize. Ach, könnt ihr bitte aufhören, durch Wände zu gehen? Es geht so auf den Sack. Wieso kann ich durch Wände angreifen? That's Bullshit. Ich sollte nicht durch Wände angreifen können. Also, ich find's gut in dem Moment, aber ich sollte es nicht können. Go to exit the cave. Ach, da oben bei dem Teleporter? Ja. Aber ich will mich jetzt hier umgucken. Wenn ich jetzt schon hier drin bin, dann will ich auch nicht umgucken können. So. Gut. Oh nein, mein Gaumen fängt an zu kitzeln. Das ist nicht gut. In der Kitzel kann ich meist nicht in Ruhe aufnehmen. Verdammt. Warum? Warum jetzt? Muss ich den eigentlich? Moment. Kann ich nicht einfach mit normalem Dendro treffen? Nein, es muss so ein Dendro-Ding sein. So. Aha. Okay, ja gut, hier unten war ich. Dann ploppen die auf einmal auf. Wenn ich 2 Sekunden weg war. Da war ich, da war ich, da war ich. Okay. Oshi, komm her. Habe ich ihn? Ja. Na, da war noch einer. Verdammt. Egal. Investigate, Wheat, Potato. Und hier könnte ich theoretisch irgendwo hin hochlaufen, will ich aber gar nicht. So. Diese Dinger haben echt irgendwas von Seerosenblättern. Ich weiß nicht warum. Die haben sowas von was davon. Die kleinen Gegner fliegen halt auch immer weg von diesem Angriff. Die, die man damit umbringen kann, die fliegen weg. Weil sie zu leicht sind. Das ist so stupid und nervig. Hexen. Okay. Muss ich annehmen, um eine Kiste freizusetzen, wo ganz anders. Und dann bin ich auch noch hinterhalt gelockt. Ja, ja, ist klar. Ist klar, ihr kleinen Pilzi-Schnupsis. Das war's aber auch in der Ecke hier, kann das sein? Ja, das war's in der Ecke. Da komme ich noch dahin. Da ist nicht mehr was. Jo. Ich meine, ich mag die Höhlen, aber
Die sind so ein bisschen klein teilweise. Also nicht alle, aber die hier ist wieder etwas kleiner. Eine Halle halt. Aber hey, größer waren die Möpse bald auch nicht. Und da gab es noch gerade 3, 4 Stück davon. Ich habe mich aber auch nur... Yay, wieder ein Cut. okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich aber auch nur an diese eine Eishöhle erinnern mit dem Wal drinne. Also mit dem Wal in Anführungsstrichen. Dem Riesenskelett. Und was war es noch? Dann noch die kleine Mini-Höhle im Dschungelbereich, wo man Farotra farmen kann. Bei den Wasserfällen. Und das war es auch eigentlich schon an Höhlen, die mir einfallen. Irgendwo auf dem Weg zum Zora-Reich gab es noch so eine Mini-Höhle. Also, oh, go to the cave raiders, oh. Okay. Das ist jetzt eine Quest, die mich quasi wirklich zum Pilz im Wunderland führt und mich da quasi agieren lässt. Das heißt, quasi in der Quest hier kann ich jetzt auch den ganzen Weg dahin nach oben erkunden. Okay, kann ich mir leben. Bin ich voll bei. Ich würde viel lieber nach oben eigentlich jetzt gehen, weil ich mir nicht sicher bin, was ich hier oben gemacht habe. Aber... Ich glaube prinzipiell. Das ist cool. Wenn man seinen Bumerang einfach irgendwie einsperrt. Und der auf der Stelle auch haut. Oh, kann er dann mehrmals treffen sogar? Also in normalen Bedingungen könnte man nur einmal treffen. Also zweimal treffen. Aber wenn er die ganze Zeit auf der gleichen Stelle ist, trifft er dann öfter? Das ist ja voll awesome. So, du willst auch unbedingt noch fighten? Jetzt bin ich verwirrt, wie gesagt. Hier auf der Ebene war ich noch gar nicht unterwegs. Ist eklig. Hier oben war ich, ja, das weiß ich. Und hier so ein bisschen. Und hier bin ich gerade eingerannt. Okay. Ich sehe es kommen, ich werde heute nicht mehr schaffen, die Weekly Quests hier zu machen. Außer ich gebe mir echt bei der Quest Mühe. Dass ich jetzt möglichst schnell durch die Quest durchkomme. Nur so was ist schnell, effektiv. So. Du kriegst auch das Climbing und Stamina, bla bla. So, das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Okay, 2 schnelle Schlüsse schafft er nicht zu verstehen. Dass er die registriert. Okay. Ja gut. Zack. Let's dance. Incoming. Hey. Ja, ich habe die Aura, glaube ich. Ja. Aber die Kombo funktioniert, das ist gut. Durch den Blumen habe ich direkt das. Das ist super, dass es funktioniert. Hier war ich doch definitiv schon, oder? Das sieht so abgeschlossen aus irgendwie. Aber hey, mal gucken. Genau, ah, hier war der kleine Junge. Hier, genau, doch, hier war ich. Hier oben drauf war ich. Aber hier nicht. Da bin ich mir mehr oder weniger sicher, dass ich hier nicht war. Weil doch, euch habe ich platt gemacht. Ihr war das erste Camp, glaube ich, was ich getroffen habe. Zack. Zack. So. Speed of light. Ist mit einem Aggravate und einem Barbara Buff mache ich ganze 10k Damage mehr damit. Joa. Das ist nicht so verkehrt. So. Oh, du kleine Miese. Take this. 25k. Joa. Ist nicht verkehrt, der Schaden. Definitiv nicht verkehrt. Aber gut, denn da oben bin ich definitiv lang gegangen, das weiß ich. Oh.
Ja, oder was habe ich denn jetzt schon wieder im Blick? Moment. So. Stabilize. Hi. I'll protect us. Speed of light. Hey. Ich hasse Anemo-Slimes. Ja gut, von hier wird das nichts. Moment. Halt an. Du Penner. Ja, wo ist der nächste? Wo ist der nächste Anemo-Slime? Da nicht. Hier nicht. Okay, keine Ahnung, wo der ist. Oh, hi. Go! Let's dance. Don't blink. I'm get. I'm get. Ich mag den Schaden. Ich mag die Combo. Sehr schön. Ich erkläre immer noch nicht, wo mein Wyvern Stone, sage ich schon. Er erklärt immer noch nicht. Wieso sind die Felsen von hier eigentlich so saftig grün? Okay, weil die weiter unten sind. Und mehr noch Sumero reintragen. Okay. Und das war Koleys Baumstumpf. Das ist keine Ahnung was. Das habe ich auch gemacht. Das mit dem Slime triggert mich jetzt. Wo ist der Slime? Ich will den Slime. Hier oben? Der hat sich die hier herbeigerufen. Nee, oder? Doch, könnte hinkommen. Ja, doch. Doch, kommt hin. Aber nicht hier so. Ja, hier war so ein Riverring-Ding. Genau. Dann kommt das hin. Okay. Cool. Spannend. Ist das so viel verlangt, dass man einmal Ruhe hat in diesem Haus? Jetzt bleibt der Köter schon wieder. Es ist so nervig. Es ist so unfassbar nervig. Ja, gut. Hier nicht, dort nicht, da nicht. Ja. Nö. Nö. Hier ist nichts. Ist hier irgendwo noch ein Luft-Slime? Anemo-Slime? Nö, auch nicht. Dann halt nicht. Gut, dann habe ich die Ebene hier oben auch jetzt fertig. Passt ja auch. Oh Gott, Köter gibt Ruhe. So. Das hier sind denn. Sam again? Wer ist Sam? Achso, die wahrscheinlich. Die von vorhin. I reckon, where did he go all of a sudden? Okay. Interessant. Also meine Theorie mit
Das heißt, ich hätte in manchen Riverring Zones mir das einfach machen können, wenn ich die Dinger vorher repariert hätte. Wobei, ne, die während der Riverring Zone waren, glaube ich, aktiv, oder? Irgendwie sowas. Der ist angeschaltet da unten. Warte, was? Wow. Okay. Und irgendwie sitze ich schon wieder extrem unbequem gerade. Oh Gott. Irgendwie tut der Rücken weh. Eieiei. Ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht echt mein Mikro dichter ranhole und dann den Pegel runterschalte. Muss mir so gucken, dass ich meine Webcam eventuell umstelle. Weil momentan ist die Webcam zwar schon oben auf dem Monitor, aber es ist unpraktisch für, na, wie heißt das? Nein, halt, ich glaube, unpraktisch wegen dem, ja, nicht wegen dem Winkel, sondern wegen dem Rahmen. Wo befestige ich die? Ja, eine Stange halt hinten am Tisch und dann theoretisch, aber das sind auch extra, so eine Stange kostet vor allem nicht wenig. Sind wir arschteuer. Für Luxus, den ich nicht bräuchte. Aber okay. Gut. Das zur Cam. Kann ich die woanders hinpacken? Kann sie ganz oben hinpacken. Oder ich pack's da unten hin, aber von unten ist irgendwie creepy, wenn die Cam von unten guckt. So. Okay, machen wir so. Das wird zu blöd. Kann dieser Scheißschild aufhören, von allen Seiten zu blocken? Meine Güte. Du tust mir irgendwie leid, oh, Feuerslime. Nutzen die den, um das Wasser zu kochen? Das fällt mir jetzt erst auf. Ein Pyroslime im Wasser. Es bringt ihn eigentlich um, aber das Wasser wird auch gleichzeitig warm. Oh mein Gott. Diese Barbaren. Aber diese schlauen Barbaren. So gesehen sind die Helichole und Metachole eigentlich auf Höhlenmenschenniveau. So ein bisschen zumindest. Ich glaube, das ist das Geilste gerade, dass ich mit Kicken durch die Gegend renne. Ich kann die aktivieren. Hier war ich auch noch nicht? Bis wohin war ich denn überhaupt dann? Hier war ich auch noch nicht. Okay. Stabilize. I'll protect us. Hi. Speed of light. Zack. Nee, du fliegst jetzt nicht den ganzen Berg runter. Ja. Gut, dass wieder von meiner Tür geredet wird. Ja. Will ich das wieder rauscutten? Mal gucken. Wobei, ich war mitten im Kampf. Ah. Scheiß drauf. Das ist jetzt mitten im Video, von daher passt das. Oh. Da ist noch so ein Seelenschnupsi. Moment. Weil der gehört wahrscheinlich dazu, oder? Zu dem Berg? Der gehört zu dem Berg. Okay. Egal. Und hopp. Shinrad Ravine. Okay. Wo ist denn dein Zuhause? Ich vermisse dein Zuhause. Oh, da hinten ganz, oder? Achso, warte mal. Bis hier bin ich noch gar nicht gegangen oben. Egal, passt schon. Okay, also ohne Aggravate ist das Ding definitiv schwach. Ohne Aggravate ist das definitiv schwach. Wenn du für das Elemental Mastery allgemein Elementschaden erhöht. So, und zurück.
So. Gut. Jetzt habe ich schon wieder relativ weit hier nach vorne gearbeitet. Da unten den ganzen mache ich wieder gar nicht. Wobei, warte mal, kann das nicht sogar... Ne, da ist ein Weg. Definitiv ist da ein Weg. Bis hierhin habe ich, glaube ich, gemacht. Kann das sein? Ne, habe ich nicht. Bis dahin habe ich. Und bis dahin. Da unten müsste ich es gemacht haben. Und den ganzen Bereich dann wieder nicht. Okay. Gander Hill. Dann würde ich mich hier... Ja, noch das Rätsel machen und dann lasse ich es erstmal sein hier und gehe wieder zurück. Klingt nach einer guten Idee. Klingt nach einer sehr guten Idee. Zack. So. Was mache ich da? Das wollte ich machen. So. Oh, jetzt ist das Ding abgelaufen. Oh, das ist da ganz hinten. Oh. Die haben aber wirklich diese Rätsel komplett immer alle auf Bogen ausgelegt, dass man ja Tainari sich gönnt zu Anfang. Bloß nicht die Ziele am Boden machen, dass man da mit normalen Charge-Tags drankommt. So. Bloß nicht. Könnt ihr jetzt immer mal irgendwas ohne Bogen schaffen könnte. Aber gut. Wir müssen sehr die verschiedenen Waffen auch nutzbar machen. Und relevant machen. So, gut, hier ist der nächste schon wieder. Und jetzt ist er da. Wow. Ha, getroffen. Wo bringst du mich hin? Nach da oben. Ja, hier bin ich hochgelaufen, das weiß ich. Und alles, was hier kam, habe ich dann wieder ignoriert. Das ist auch ganz gut so. Warte, was? Also. Ja. Hat da irgendwer seinen Fernseher so laut, dass man da eine Person schreien hört? Oder ist das... Bohrmaschine gewesen. Wo denn? Was denn? Hä? Ich fühle mich jetzt schon wieder getriggert. Oh, die beiden. Nur auf euch habe ich keine Lust. So. Achso, und hier bin ich an den Weg hochgegangen, aber links ab. Links ab, ein rechter. Over the Brüch. Oh nein, jetzt habe ich einen Ohrwurm schon wieder. Nee, ich krieg die Musik gerade nicht rein, aber. Soll ich euch anzünden oder soll ich euch triggern? Was soll ich mit euch machen? Soll ich euch angucken? Ich gucke euch mal an. Nö. Ankuckeln auch nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Moment.
Ich soll euch nicht ankuckeln und ich soll euch nicht aufleuchten lassen. Und ich soll auch nicht Dendro draufpacken. Soll ich Wasser draufpacken? Ne, Wasser bringt mir nur die Dinger. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Wieso? Aber ich nehme es einfach mal so hin. Ich lebe damit jetzt einfach mal, dass das so funktioniert hat irgendwie. Warte mal, das ist das Camp, wo ich vorhin war schon. Ja, das war das Camp von vorhin. Ja gut, dann ist hier gar nicht mehr so viel Weg gewesen eigentlich. Dann habe ich das ganze Stück jetzt auch hier auch fertig. Also, ich war da oben drauf schon, oder was? Doch, war ich. Achso, hier bin ich oben raufgegangen. Ah. So. Zack. Ja, ja. Ihr könnt hier. Wieso seid ihr eigentlich so weit weg? Ist hier fast die Grenze zu Liyue. Das ist mit den Sumero-Leuten Probleme, verstehe ich, aber. Dann geht man eigentlich noch weiter Richtung nächsten Nation. Was zum Teufel? Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Ich dachte so, jetzt kommen da auf einmal Banditen angerollt. Aber nein, das waren Pilze. Achso, das ist hier oben. Aha. Die ganzen Wege schließen sich also gerade. Dies ist doch mal schön. Das ist doch sehr schön. Da ist schon wieder sowas und da ist sowas und da ist schon wieder so eine Frucht. Ach, dann habe ich das gemacht und dann. Ja, gut, okay, dann mache ich das jetzt auch noch. Oder habe ich die gerade. Ne, die sind noch unaktiviert. Also inaktiv. Let's dance. Speed of light. Hey. Yeah. Yeah. Zack. Solidify. Don't blink. In der zweiten Rotation brauche ich Barbara eigentlich gar nicht, wenn ich länger als eine Rotation kämpfe. Definitiv freue ich sie dann nicht. Das klappt nämlich nicht. So. Müssen wir mal gucken, was jetzt nochmal sinnvoller wäre. EM oder. Aber ich glaube, EM ist schon sinnvoller. Allein für den Bonus-Damage-Multiplier dann. Dann glaube ich, Attack nicht gegenhalten. Weil es am Ende wahrscheinlich auf die Substats ankommt, wenn man es genau nimmt. Schon wieder so ein Ding im Inventar. Meine Güte. So, da wiederum oben war ich. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, da oben ist der kleine See. Hier sind nervige Pilze, auf die ich keinen Bock habe. So. Da ist eine Gabel nach oben. Oh, ich mag meine Grafik-Settings nicht. Die laden so spät. Wo ist denn der Kaksamachul? Da. Oh, das ist nervig. So. Ja. Gut, dann habe ich hier oben so ein bisschen geguckt. Da geht's. Da war ich noch nicht. Aber gut. Das ist mir klar, dass ich da noch nicht war. Der ist auch eine Herausforderung. Aber bis da, sag ich mal, bis da war ich überall. Jetzt hier noch gucke. So. Hier schwebt ein Pilz. Flying Mushroom. Mhm. Hier ein kleines Schmusekätzchen. War mein Plunge-Attack gerade schwächer als mein Charge-Attack? Offenbar. Okay. Gut, dann habe ich das Dunkle da oben alles fertig. Das Dunkle bis hier.
Angelhaken. Angelhaken, Angelhaken. So, dann komme ich langsam hier in diese Gegenden, wo ich einfach nur durchgerannt bin. Wie viel habe ich hinten jetzt alles ausgelassen? Da unten war ich, oder? Da unten war ich, glaube ich. Ich will gerade, bringt es mir was, mein Mikro weiter unten ist? Theoretisch ja. Gut, ich guck gleich mal. So. Ich meine, momentan muss ich das. Die Cam habe ich jetzt seit einem Jahr nicht benutzt. Klar, ja gut, andere haben es von der Seite reinhängen, einfach so. Ich habe es von oben reinhängen. Klar sieht das ein bisschen affig aus, wenn dann so ein Mikro reinhängt. Also wenn das Mikro zumindest halbwegs sichtbar ist, dann ist es kein Problem. Aber wenn es halt nur so abgeschnitten eine kleine Ecke ist. Komm. Hey, ist der Bumerang kacke. Achso, ich habe schon aktiviert. Also. Oder muss ich dafür extra gehen nehmen? Wait. Stimmt, hatte ich nicht gerade irgendwo noch. Hatte ich nicht gerade irgendwo noch so ein Ding gesehen, was ich nicht aktiviert hatte? Hatte ich nicht gerade auch irgendwo so ein Ding nicht aktiviert gesehen? Da unten sind die. Irgendwo habe ich gerade was gesehen. Irgendwo war so ein Ding noch nicht aktiviert. War das hier? Ne, hier sind die aktiviert. Bin mir sicher, irgendwo war hier was nicht aktiviert. Da geht's nur da runter. Da wird's nicht gewesen sein. War das hier ganz zu Anfang irgendwo? Naja, gut, wieder Schaden genommen. Nee, da war ich doch auch. Du bist aktiviert, definitiv. Da ist nichts. Muss hier oben gewesen sein dann. Ja. Ne, der ist aber auch aktiviert. Das war der Weg hier unten. Bin mir sicher. Sieht nur noch schon wieder so aus, ob er nicht aktiviert gewesen wäre. Ne, die hüpfen ja auch noch alle. Dann war das hier oben weiter. Wenn überhaupt. Nö. Die Dinger sind so dicht eigentlich und die sind immer noch nicht gerendert richtig. Oh Mann. Lass ich raten, das ist Environmental Detail, oder? Locality. Und hier Lasing, Volumetric Reflections, Bloom. Ja gut, das ist... Versuch's einfach mal auf Highest, aber okay. Eigentlich ist das Render Distance, müsste es eigentlich sein. Oder, oh ja gut, das wird wahrscheinlich aber nicht an den Settings liegen, oder? Bevor ich mir damit die Dingens zerstöre. Die aktuelle Dingens, Performance, lasse ich es lieber sein. So. Da ist nichts. Ja, euch habe ich abgeschossen. Jetzt bei mir rumcruisen in der Luft ist es doch relativ klein alles wieder. Wenn man es erstmal fertig hat, weitestgehend. Dazwischen gucke ich jetzt garantiert nicht nach. Der Steinschild da sein Leben.
war die komische Kiste. Könnte das da gewesen sein? Ne, das ist die Höhle. Wo ich rein soll eigentlich. Wir tun aber eigentlich. Seit einer halben Stunde. Aber ich glaube, wenn ich jetzt die Aufnahme beende, dann habe ich auch genug erstmal wieder aufgenommen. Für eine Aufnahme, die muss ich wieder zusammenschneiden. Gleich irgendwann. Das passt dann. Und hier sehe ich keinen Torbogen. Okay. Wenn es noch irgendwo ist, keine Ahnung. Ich sehe es nicht mehr. Gut, dann würde ich mich hier erstmal cutten. Entweder stehe ich gleich noch hier oder stehe ich gleich nicht mehr. Je nachdem, wie ich teste und was ich teste. Aber ich glaube, ich hole das Mikro mal ein Stück runter. Ein gutes Stück kann es runter, eigentlich. Gut, dann, ja, sage ich ciao und bis dann.